Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von QSOFIO Tech. Jetzt wieder mal ein QSOFIO Update Video, gleich im neuen Jahr. Erstmal nochmal ein frohes Neues an euch von uns, vom kompletten QSOFIO Team. Und wir haben eine neue Website gelauncht. Das ist auch so ein bisschen der Grund mit, warum wir in letzter Zeit eher nichts hier auf dem Channel gebracht haben, weil wir ziemlich viel noch nachzuarbeiten hatten bei unserer neuen Website. Also am 7.01.2018 hatten wir unser 10-jähriges Jubiläum, beziehungsweise wir haben noch das ganze Jahr logischerweise Jubiläum. Und da haben wir unsere neue Website in Betrieb genommen und daran wurde ungefähr ein Jahr gearbeitet. Also man sieht, da war etwas mehr zu tun, als man gedacht hat am Anfang. Und das Ziel war es natürlich, die Seite erstmal natürlich performanter zu machen und natürlich auch ein bisschen komfortabler oder in dem Fall aus meiner Sicht schon wesentlich komfortabler als vorher für uns und auch für unsere Zuschauer und ja, Community-Mitglieder auf der Website. Da kommen wir schon zum richtigen Punkt, Community. Die Community ist ja vorher immer ein getrenntes System gewesen, ein getrenntes Forum. Das ist jetzt mit unserer Website verschmolzen. Das heißt also, wenn ihr da schon einen Account habt bei uns im Forum in der Community, dann habt ihr den Account mitgenommen auf die neue Website. Und das ist jetzt sozusagen ein System, Forum und Website. Das heißt, ihr könnt im Forum ja Beiträge schreiben oder auch ja, Antworten posten. Und ihr könnt aber auch auf der Website mit dem Account Kommentare schreiben. Das ist jetzt möglich über ein Profil und das ist natürlich wesentlich komfortabler. Zusätzlich haben wir noch einen Community-Kalender eingeführt. Wir hatten ja auf der alten Website auch so ein Kalendersystem. Mehr oder weniger war das Ganze gut. Und diesmal haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen Nägel mit Köpfen. Wir haben jetzt einen Kalender, der einmal von uns betankt wird, also mit Messen und allen möglichen Events. Aber auch zukünftig ist angedacht, da YouTube-Veröffentlichungstermine reinzubringen oder allgemein Release-Termine von Videos und irgendwelchen Beiträgen. Aber die Community kann zusätzlich auch noch selbst Termine eintragen. Also wenn ihr in der Region irgendwelche Events habt, Klassiker ist zum Beispiel eine LAN-Party, die öffentlich ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dann könnt ihr das Ding da veröffentlichen und dann steht es eben auch in der Community. Zusätzlich kann man aber auch den Kalender noch als RSS-Feed abonnieren. Das wird zum Beispiel von Microsoft Outlook unterstützt und von diversen anderen Organisern, dass man eben diesen Kalender bei sich einbindet und kriegt dann immer die aktuellsten Informationen über Events direkt in seinen Terminkalender als zusätzliche Kalenderfunktion von unserer Website. Ja, es gibt ein neues Design natürlich, das ist ein netter Nebeneffekt, den wir mit dem Umzug auf unsere neuere Software jetzt erzielt haben. Das ist dann auch für Mobilgeräte wesentlich komfortabler als vorher und das Design ist einfach aus meiner Sicht zeitgemäßer und moderner und macht auch mehr Spaß, da irgendwas anzuschauen. Ja, was steht eigentlich noch an? Naja, wir haben noch so ein paar kleinere Baustellen, also wir müssen noch ein paar ältere Artikel anpassen. Das fällt euch vielleicht jetzt im ersten Moment nicht auf, wenn man allerdings ein paar ältere Artikel mal aufruft, die ein paar Jährchen älter sind und dann wird einem auffallen, Mensch, da passt die Formatierung vielleicht noch nicht so ganz und das muss einfach noch gemacht werden. Das sind noch so ein paar Altlasten, die wir jetzt noch mit uns rumschleifen. Ansonsten wird es noch ein Drittanbieter-Login geben. Das heißt also, wir werden zukünftig dann auch Google, Facebook und Twitter unterstützen. Also man muss sich da jetzt nicht mehr mit E-Mail-Adresse registrieren zukünftig, sondern man kann dann einfach seinen Social-Media-Account benutzen. Und das ist so eine Geschichte, die wird halt mittlerweile von vielen Leuten gefordert. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das Ganze mit aufzunehmen. Ja, guckt euch die Website mal an. Wir freuen uns natürlich über Feedback in jeglicher Hinsicht, also auch über Vorschläge oder auch Kritik oder natürlich auch, wenn ihr Fehler findet noch und sagt, Mensch, da habe ich was gefunden, bitte melden, melden, melden. Wir gucken, dass wir das so schnell wie möglich auch alles beheben, weil wir wollen jetzt ja möglichst in dem Monat noch so einen Stand erreichen, wo wir sagen, okay, das ist okay, damit können wir auf jeden Fall jetzt weiterhin leben und das Grundgerüst ist geschaffen, aber ich vermute mal, dass an der einen oder anderen Stelle noch sich so ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Deswegen einfach einen Kommentar entweder unter dieses Video, in den Artikel, der verlinkt ist, oder eben halt über die klassischen Wege, Kontaktformular oder an support@qsofio.com. Da könnt ihr uns dann auch hinmailen, wenn ihr irgendwas gefunden habt. Des Weiteren bleibt nichts anderes übrig, als euch viel Spaß zu wünschen, sowohl von mir als auch vom kompletten Team, das da natürlich auch mitgewirkt hat. Und natürlich auch von meinem Stellvertreter, vom Felix, der sich da natürlich auch ins Zeug gehauen hat für das ganze Projekt, jetzt für die neue Website.
Und ihr könnt euch aber auch noch auf weitere Aktionen dieses Jahr freuen. Also wir sind ja jetzt im Quiz of You Jahr 10 und im 10. Jahr und wir wollen da natürlich einige Sachen mit euch noch starten und machen und tun. Deswegen seid da mal drauf gespannt. Das hier wird jetzt nicht das letzte, die letzte Aktion sein, so dem 10-Jährigen. Und nächstes Jahr gibt es ja nochmal ein Jubiläum. Das ist gleich irgendwie praktisch, weil nächstes Jahr haben wir dann 10 Jahre Quiz of You TV. Das heißt also, TV ist in dem Fall, da ist mit gemeint, 10 Jahre produzieren wir Videos. Und da wird es natürlich auch einiges Visuelles dann geben. Und bleibt einfach mal gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Quiz of You.